Herr Leiter Reber, die Freiheitlichen sind angetreten. Viele haben gesagt, ja, das ist so irgendwo ein Probelauf für die Landtagswahl. War es das? Ich glaube einfach, dass Parlamentswahlen in Südtirol eine bunte Mischung sind. Also wirklich ein Mix aus ganz vielen Faktoren. Es wird die geben, die gehen hin und sagen, so, ich will jetzt aufgrund der Corona-Politik, ich will jetzt Vita, weil ich mit der Impfung überhaupt nichts anfangen kann und mit der Art und Weise. Es wird die geben, die sagen, wir müssen das Spiel links gegen rechts oder rechts gegen links in Italien gewinnen und mich dann für irgendeinen Block entscheiden. Es wird die geben, die das vor dem großen Feindbild zittern. Es wird die geben, die sagen, ich belohne die Parteien, die im Landtag gut arbeiten. Also hier kommt ganz, ganz viel zusammen und deswegen kann man sehr viel herauslesen, wenn man möchte, oder auch sehr wenig, denn ich glaube, man kann es wirklich nicht verallgemeinern und vor allem auch nicht vergleichen mit Landtagswahlen, was sehr wohl stimmt. Und hier versuche ich den Vergleich zu machen, dass man sagt, wie ist die Stimmung in den Gemeinden draußen, wie ist die Stimmung bei den Menschen und bei den Bürgern. Und ich kann jetzt nur für unsere Partei reden, im Wahlkampf selber, der zwar kurz und knackig war und wir mussten ja alle auch in den Sommerwochen jetzt auch hier vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt auch in den Dialog treten, aber ich habe hier durchaus positive Stimmung erfahren und das hat sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen. Die Menschen machen sich große Sorgen. Wir kommen aus 2 Jahren Corona-Pandemie heraus. Wir wissen, wir sind in den Ausläufern möglicherweise. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben eine enorme Teuerung. Und jetzt erwarten sich die Menschen, dass wir bitteschön dieses Jahr, dass es noch hin ist bis zum nächsten Wahlgang, nutzen, um zu arbeiten und Antworten zu geben. Punkt. Das hat mir auch heute nicht gepasst. Man kann, bitte jeder kann alles Mögliche hineininterpretieren. Das ist schon in Ordnung. Aber die Politik hat nicht primär die Aufgabe, sich nur von einem Wahlgang auf den nächsten vorzubereiten, sondern jetzt schon zu sagen, wie entsprechen wir den Menschen, die jetzt nicht mehr wissen, wie am Ende des Monats die Stromrechnung bezahlen. Was sagen wir den Unternehmen, die jetzt dreimal so viel Kosten am Ende des Monats da haben und sagen, wie soll ich durch den Winter kommen? Und da sind wir nicht allein, also wir Südtiroler mit der Antwort, sondern, wie ich vorher gesagt habe, da wird der Staat auch was sagen müssen, aber wir auch. Und darum müssen wir uns jetzt zentral kümmern und bitte nicht nur Selbstbeschäftigung und eigene Struktur. Andreas, das wäre falsch. Ja, also hier muss man schon einmal dazwischenfahren und einfach sagen, Parteiobmann der Volkspartei, Philipp Achammer, die letzten Monate, wer hat in Südtirol die Themen der Bürger aufgegriffen, wer hat sich um die Hilfen gekümmert und immer gewarnt, schon seit dem letzten Winter, weil wir wussten ja, was auf uns zukommt. Und welche Partei hat in den letzten Wochen gestritten, wie die Karner, wie man in Südtirol sagt, wo es wirklich nur noch darum gegangen ist, welche Flügelkämpfe und welche Personen in welchen Positionierungen drinnen sind oder draußen sind. Und wir im Landtag sind mit allen Vorschlägen, die durchaus konstruktiv von vielen Seiten gekommen sind, immer hintangestellt worden. Es hat keine Diskussion mehr stattgefunden, die die Bürger weitergebracht. Und wenn ich das jetzt höre, dann stimmt das einfach nicht zusammen mit der Performance, die vor allem diese Südtiroler Landesregierung im letzten ganzen Jahr abgegeben hat. Ich glaube, der Unterschied zwischen Landtagswahlen und Parlamentswahlen, der ist offensichtlich, wobei ich eine Bündnispolitik und ein Bündnissystem bei Parlamentswahlen weniger an den Couleurs festmachen möchte, sondern am Inhalt für die Autonomie. Dass ich sage, schaffen wir es, Autonomiebündnisse aufzustellen? Denn wir haben ja auch im Foyer zuvor die Diskussion mitgehört, wo es darum gegangen ist, wo man gehört hat, Meloni und Fratelli d'Italia möchten eine territoriale Autonomie machen. Das ist das Gleiche, was die Linken in Südtirol eigentlich wollen. Die sagen, weg vom Minderheitenschutz für die deutsche und ladinische Volksgruppe, sondern gehen wir in territoriale Autonomie. Und da wäre es für mich viel, viel interessanter und wichtiger, auch für den Bürger und ehrlicher zu sagen, was sind unsere Vorstellungen von der Südtirol-Autonomie, welche Kompetenzen und so weiter wollen wir ins Land holen. Und das wäre wirklich ein Angebot, wo auch die Volkspartei gefragt ist. Die hat bislang immer gesagt und auch das gespielt, jede Stimme für die Opposition ist eine verlorene Stimme, hat es früher geheißen. Das hat man heuer das erste Mal nicht gehört. Und jetzt ist halt das große Feindbild, zusammenhalten, eisiger Wind aus Rom. Ich glaube, dass sich das nicht mehr spielen wird in den nächsten Jahren. Man wird hier auch eine Autonomie- und Südtirol-Allianz irgendwo bilden müssen. Ja, es war ganz klar ein Einsatz für die Bürger in diesem Land. Das haben wir gemerkt. Die Palette ist groß, die Sorgen sind groß. Und es braucht hier so viel Ehrlichkeit in der Politik, dass man auch wirklich versucht, Lösungen zu finden, die direkt ankommen und keine Versprechungen.